Herzlich willkommen zu einem weiteren Update zu unser aller Lieblingsthema Juicy Fields. Und zwar habe ich eine E-Mail bekommen vom Insolvenzverwalter und es gibt ein paar andere Informationen, da möchte ich heute mal kurz mit euch drauf eingehen. Und es gibt ein paar weitere News, auch das gucken wir uns an. Ich versuche euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Bevor wir aber hier in die Details gehen, erstmal der Disclaimer. Schaut euch den gerne einmal an, lest euch das durch, stoppt das Video hier und dann ist rechtlich alles, glaube ich, im grünen Bereich. Also, Juicy Fields, Homepage kennt ihr ja alle, kennt ihr auch alle aus meinen vorherigen Videos schon hier, Stone Balance und Refund Amount. Refund Amount habe ich leider immer noch nicht bekommen, aber es gibt Neuigkeiten, die zeigen wir gleich. Es gibt übrigens den einen oder anderen, der sagt, er hätte den Refund bekommen. Guckt mal unter meinen alten Videos zu dem Thema, da findet ihr ein paar Kommentare. Ich kann natürlich nicht überprüfen, ob das korrekt ist oder nicht. Jedenfalls kam jetzt diese E-Mail hier vom Insolvenzverwalter, also CMS, rein. Erstmal unpersönlich, einfach nur Sir, Madam. Das heißt, es ist jetzt nicht konkret spezifisch auf meinen Fall, sondern einfach nur Rundmail wahrscheinlich einfach an alle, die involviert sind. Ich habe die E-Mail auch zweimal bekommen, keine Ahnung warum. Letztendlich geht es nur darum, dass Juicy Fields jetzt tatsächlich bankrott erklärt wurde. Ich glaube allerdings ehrlich gesagt, dass das nichts Neues ist. Das hatten sie vorher schon gesagt. Und genau, dass jetzt die Notice, also eben die Bekanntmachung der Bankrotterklärung publiziert ist in Englisch und Deutsch, gucken wir uns gleich auch an. Und dass es dann noch ein weiteres Update gibt. Vielleicht gehen wir einfach mal auf die Homepage und schauen uns das an. Das ist nämlich hier. Also den ersten Teil hier, den kennen wir schon aus den vorherigen Videos, das hatte ich euch gezeigt, wo eben hier auch die Nummer angegeben wurde, genau, unter dem das Ganze läuft, das ganze Verfahren. Und da war dann ein Link, wo man seine Ansprüche anmelden konnte. Das haben wir alles schon besprochen, denke ich. Was neu ist, sind diese Links hier unten, wo es weitere Updates gibt. Die enthalten aber ehrlich gesagt auch keine neuen Informationen. Also zum einen finden wir jetzt hier wirklich die Bankrotterklärung, auch wiederum mit der Nummer, die hier angegeben ist, für die Juicy Fields Holding BV. Aber da ist jetzt nichts drin, was wir vorher nicht wussten. Ist, glaube ich, ganz gut, dass das jetzt alles so seinen administrativen, legalen Gang geht. Ich gehe mal einfach davon aus, dass das hier auch korrekt ist und kein Scam ist. Ich glaube nicht, dass sich da jetzt Leute wirklich so weit in Gefahr begeben und Stempel und so weiter fälschen. Also ich nehme an, dass das in Ordnung ist. Ich kann es nicht beurteilen, aber es sieht für mich vernünftig aus und legal aus, also dass die Bankrotterklärung durch ist. Dann gibt es hier dieses weitere Dokument, was dann auch auf Deutsch übersetzt wurde, einfach weil es viele deutsche Gläubiger gibt. Und hier wird dann ebenfalls nochmal gesagt, das ist vom Januar, hier wird dann ebenfalls nochmal gesagt, dass man hiermit bei dem Insolvenzrichter bzw. Insolvenzverwalter seine Ansprüche anmelden kann. Das ist eben hier diese CMS, von der auch der E-Mail kam. Hier, das sieht man hier oben nochmal, CMS, von denen auch hier dieser Artikel ist. Die sind eben zum Insolvenzverwalter bestimmt worden. Da gab es auch viele Kommentare in anderen Videos, dass das alles Scam ist und dass die hier nur Daten klauen wollen. Ich nehme es nicht an, dass CMS jetzt hier eine Scam-Geschichte ist, sondern dass es da wirklich einfach um ein ganz normales Refunding, ja, oder nicht ein Refunding, um ein ganz normales Anmelden von Ansprüchen geht, wo man, wenn man Glück hat, vielleicht nochmal was zurückbekommt. Genau, dann wird hier die Rolle des Insolvenzverwalters beschrieben. Und dann nochmal die Anmeldung der Forderungen. Das hatte ich ja in einem vorherigen Video schon mal gezeigt, wie man das machen kann. Und hier nochmal, das ist, glaube ich, ganz wichtig, es besteht kein weiterer Handlungsbedarf mehr, wenn die Forderungen angemeldet sind und wenn ihr die Bestätigung erhalten habt. Das hatte ich euch auch im letzten Video gesagt oder gezeigt, wie diese Bestätigung aussieht. Wenn das gemacht ist, sollte erstmal alles okay sein und dann bekommt man hoffentlich irgendwann die Nachricht, naja, ob es was gibt oder eben nicht. Auch hier würde ich mal davon ausgehen, dass das in Ordnung ist und dass sich das hier nicht um Scam handelt. Also es ist einfach nur ein ganz kurzes Update mal dazu, wie jetzt hier der Stand dieses Insolvenzverfahrens ist. Das geht seinen Gang, es gibt Updates ohne jetzt ganz dramatisch viele Neuigkeiten, aber es läuft und hoffen wir mal, dass da doch noch irgendwas Gutes bei rumkommt. In der Zwischenzeit gab es nochmal zwei Artikel, die ich gefunden habe, die ich ganz spannend fand. Zum einen hat hier BusinessCan darüber gesprochen. Die wurden tatsächlich von dieser Juicy Fields DAO, beziehungsweise von dieser
ja, Abspaltung der Leute, die Juicy Fields retten wollen, kontaktiert. Ist, glaube ich, das erste Mal, dass sie da wirklich in Kontakt mit denen wirklich getreten sind und dass da Austausch stattfindet. Und ja, Business Can beschreibt in diesem Artikel einfach nochmal so ein bisschen, wie da der Ablauf ist, wie der Stand der Dinge bei Juicy Fields ist. Auch die sagen hier, dass CMS Law da involviert ist. Also nochmal, ich glaube, das unterstützt, dass das Ganze legal ist und einen vernünftigen Weg geht. Ja, und dann gibt es hier noch eine weitere, im Prinzip einfach nochmal eine Abhandlung der ganzen Geschichte. Auch hier heißt es, einige Leute hätten gesagt, dass sie Refunding erhalten haben, aber so richtig, richtig bewiesen werden konnte das für niemanden bisher. Also, das ist halt alles nochmal eine offene Sache. Ne? Also schaut es euch gerne mal an. Ich verlinke euch den Artikel hier. Das ist bestimmt ganz interessant zu lesen nochmal. Aber richtig viele Neuigkeiten gibt es da auch nicht. Was ich richtig gut fand, und das zum Abschluss des Videos, ist dieser Podcast hier, Grassland. Das ist wirklich sehr interessant, sich anzuhören. Wenn ihr Podcasts mögt, ist das sicherlich eine sehr coole Folge. Hier wird so die ganze Juicy Fields-Geschichte nochmal beleuchtet. Der ist vom 22. Februar. Auch das hier verlinke ich euch. Checkt es gerne mal aus. Hier diese beiden Journalisten, der Nicolas Martin und Andreas Becker, haben sich in diese Geschichte mal eingearbeitet und eben den Podcast gemacht. Das hätte eigentlich tatsächlich auch Potenzial für einen Film, würde ich sagen. Mal schauen, wie das weitergeht. Wie immer versuche ich euch einfach ein bisschen über Juicy Fields auf dem Laufenden zu halten. Versuche euch die Informationen zu geben, wie ist der Stand der Dinge, was ist passiert, was passiert als nächstes. Einfach damit ihr ja, seht, wo der Prozess ist. Wenn es da von eurer Seite irgendwelche News gibt, das heißt, wenn irgendjemand wirklich Refunding erhalten hat und das beweisen möchte mit einem Screenshot von einem Banktransfer oder irgendwie sonst, dann würde ich mich natürlich super freuen. Ich würde das sehr gerne in dem Video hier darstellen. Ich glaube, das würde die Community auch wirklich, wirklich interessieren. Musst du natürlich selber wissen, du als derjenige, der dieses Refunding gegebenenfalls erhalten hat, ob du das machen möchtest. Wie gesagt, ich glaube, die Community wird sich sehr darüber freuen. Und das soll es für heute auch gewesen sein. Wenn du keine Juicy Fields Updates mehr verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall den Kanal und aktiviere die Glocke. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir hilfst, den Kanal weiter wachsen zu lassen. Das tust du am besten damit, indem du einen Kommentar schreibst, idealerweise einen freundlichen und positiven. Und indem du den Daumen nach oben machst. Und ja, damit wird der Algorithmus ein bisschen gepusht, das Video wird sichtbarer auf YouTube, ich bekomme ein bisschen mehr Klicks und das Ganze wird größer und erreicht mehr Leute. Und das soll es für heute gewesen sein von mir. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.